Hausbesitzer läuft. Ich hätte dich killen sollen, als ich die Chance dazu hatte! Sorry, wie bitte? Du Ach du Scheiße! Oh. Alles klar. Hehe, das war super! War nur eine Freundin für dich! Oh, hi, hab dich gar nicht gesehen! Was zur Hölle war das? War das jetzt eine Presse oder was? Ich hab die Haare gesehen, Alter. Wie kann ich selbst mit ihren Brüsten zerquetschen, Alter? Ich bin in Gefahr, Mann. Meine Kumpel hat mich aus ihrem Kontaktrum geschmissen. Und jetzt feiern sie mit einer Runde Psychokopfvolleyball. Klau ihnen die Bälle und verbrenn ihr Netz. Oh, die Tür ist aber auch nicht so hundertprozentig dicht. Ne, warum auch? Manu, ich hab gar nicht gewusst, dass deine Freundin auch in dem Spiel ist. Da musst du die Tür Alter, mal angucken. Diese Tür! Hallo! Rette ich dir dein Leben. Medikits und Schild. Die Spark. Ja, voll die Werkstatt hier. Ja. Aber alles schon gelootet. Jo, war schon fleißig. Diese Woman, Alter. So, ja, okay, dann haben wir jetzt mal ein neues Gebiet. Sehr schön. Du wolltest, vor allem du callst es auch noch vorhin. Scheiße, jetzt hab ich genommen. Mein Bruder Scooter sagte schon, dass du kommst. Ich krieg hier Scooter. Nicht auf Besuch, schon gar nicht so hübschen. Du willst deinen Kumpel Roland aus dem Damm retten, was? Du wirst die Bloodshots garantiert täuschen, wenn du mit so einem Spezialtrag von denen aufkreuzt. Ich hab da drüben einen, den ich cool. mit seinem Fahrer verschrottet hab. Mein Fehler. Naja, ich habe ein ganz normales Gefährt in der Werkstatt und die meisten Teile, die wir brauchen. Das müssen wir nur mit ein bisschen mehr Banditendeko aufmotzen. Zarten Blut, Schädel und so. Du könntest dir so ein Zeug wahrscheinlich von den Banditenpatrouillen hier besorgen. Okay. Kommst du? Jo. Okay, dann. Können wir halt mal wieder ein paar Banditen. Hui. Oh, solche Banditen wieder. Ja. Kommst du gut klar mit meiner Schwester, was? Cool. Solltest du dich allerdings über ihr Aussehen lustig machen, dann binde ich dich an den Automaten und fackel dich ab. Aber cool, cool, dass ihr euch versteht. Ich schwöre den Typen, die ich ein bisschen genauso nehmen. Durch den Fleischwurst drehen, oder? Auf der Kette rum. Ah, okay. Das heißt, wenn wir ein Fahrzeug brauchen, bekommen wir da auch jetzt ein Fahrzeug. Sehr schön. Obla. Okay. Bist du im Camp? Du bist wirklich ein Cowboy. Jo. Schnapp dir die Wollebälle und etwas Jet-Treibstoff. Wir sind im Camp, ja, das stimmt. Grüß dich, ha? Boom. Ah, alles klar, Digga. Ui. Ich habe ein Medikit entdeckt. Triggerfinger. Ich habe einen Volleyball. Voll der Ball. Elite-Marodeur. Mhm. Zwei Shotgun-Kugeln später ist er gar nichts mehr. Ha, verstanden. Nice one. Alles klar, der räumt richtig auf. Ich habe den Helm weggeschossen. Ich muss auf einen Typen muss ich ein ganzes Magazin draufballern. Oh, es geht immer noch nicht da. Stand es möglicherweise neben dem neuen Explosiv was? Oh, stimmt. Ah, die Medikits waren jetzt oben, gell? Moment, die hol ich mal kurz. Ja. Da vorne, ja.
So. Gib mal eine Sekunde. Dort. Sehr gut. So. Sind wir noch nicht so ganz fertig. Okay. Hinter dir. Danke. Ah, ja, da. Kommst du klar? Ja, läuft. Nein, Manu! Ah, die sind ja überall wieder. So. Oh! Bisschen Schild. Ah, ich hab den überhaupt nicht getroffen, oder was? Let's go! So, einen haben wir noch. Da ist er. Oh shit, Granate. Oh, die Granaten, Alter. Ja, die sind im Moment schon ganz nice. Puh. Sehr gut. Oh, da oben gibt es auch noch Kisten. Oh, das wäre eher mal für dich eine Kiste. Warte, ich hole da gerade den Chopper runter. Bonus. Oh. Den schnapp ich mir da. Ich bin wieder da, Arschlöcher. Arschlöcher. Okay. Holy shit, Mann. Wo ist denn der? Da ist er. Ich danke dir. Komm, hol ihn dir. Komm. Ja, wunderbar. Wow. Ein Sniper. Hör damit. So, da haben wir noch einen. Ist sie gut? Ja, macht mehr Damage als die, was ich gerade hatte. Na, wunderbar. What the heck? Goliath? Ja. Da gehen wir mal von der Seite an. Goliath ist schon da, gell? Ja, da ist aber noch irgendwo einer. Boah, ja, mit der letzten Kugel habe ich den Headshot reingedrückt. Okay, der Feuerschaden macht eigentlich auch schön Damage over time. Ja, ja. Wow, kommt schon da wieder das nächste Gefährt oder wie? Nee. Doch. So ein Gefährt wäre auch ganz cool als Begleiter. Boom. Nein! Kannst du da drauf schießen? Nein, ich hab so ein Zwerg gekillt. Ah, wunderbar. Tschüss. So, dann aktivieren wir gleich noch einen letzten. Ah, ne, das war bloß das. Ich snap Munition. Ja, passt. Voi, voi. Die Sniper ist aber mega OP. Ja, perfekt. Die hat einfach Vollauto, das ist so stark. Vollauto mit der Sniper, alles klar. Ja, pass auf. Ich drück einmal die Taste, okay, pass auf. Die hat okay. Genau. Okay, jetzt habe ich nicht so viel Schuss. Die hat richtig viel Magazingröße. Und noch eine Sniper, die macht natürlich noch mehr Damage.
Aber wird halt nicht vollautomatisch sein. Nee. Aber die hat dafür Marken, die hat normal so eine Patrouille. Naja, mal schauen, was mir besser gefällt. Hier liegt noch eine SMG für dich. Okay. Das hat die Magazingröße. Die hat den 19 Magazingröße. Und die macht halt einfach 214 Schaden. Scheiße. Ja, hier können wir ein bisschen Volleyball spielen. Nice. Zünde das Netz an, okay. Nein, das Schild war sogar besser, verdammt. Ich muss den Spitz nachrüsten. Dann, versuchen wir mal das anzuzünden. Ach. Sie haben mich rausgeschmissen, weil sie mich für einen Penner halten. Du wirst ihnen zeigen, dass ich gefährlich bin. Hast du eine Feuerwaffe? Ja. Das dürfte sie aufgescheucht haben. Jetzt ist Schluss mit eurem lahmarschigen Zeitlupen. Mann ohne Hemd. Was? Tatsächlich. Mann ohne Hemd. Scheiße. Das sind die Typen, die mich rausgeschmissen haben. Leg sie um. Ich bin da. Oh Gott, ich habe auch. Oh Mann. Nein, Manu. Wird jetzt interessant. Also einer kann jemand. Ah, einer wird schon irgendwie überleben. Nein. Nein! Ah, oh, fuck. Manu. Shit. Das ist komplett woanders jetzt, oder? Ja, ich bin direkt von da, wo wir drüber gekommen sind. Danach dann halt. Was ist hier tatsächlich? Hab ich jetzt gesagt. Go, go. Alter, die halten sau viel aus. Okay, so viel dazu. Mach die hemdlosen Typen alle. Beste Missionsbeschreibung. Unterwegs, Arno. Halte durch. Kein Ding, einen haben wir noch. Oh Gott. Scheiße, ich hab mich mit den eigenen Granaten kaputt gemacht. Das war richtig dumm. Wo ist der hin? Ich seh den nicht. Fuck, der ist weg. Doch, der ist da dahinter. Oh fuck, kannst du mich retten? Wo ist der? Oh shit. Ich will ihn im Nahkampf töten. Oh shit. Nahkampf kalt gemacht. Ja gut. Für die Sniper hat nämlich so eine Klinge und da ist dann der Nahkampf verstärkt. Da sind noch Schränke. Digga, wir schießen da mal umeinander, ey. Du da. Hier, Medikits. Ich hab irgendwie voll Bock wieder mal Metro zu zocken. Da zock ich zwar schon zum dritten Mal durch, mal aber wieder. Egal. Was? Metro ist voll cool, das Spiel. Mach das. Solltest du das auch mal spielen? Werde ich bestimmt Kannst auch mal. Kannst du Desperado zocken? Das... kommt ja schon mal dran, genau. Ja. Das, aber dann, keine Ahnung, was dann noch kommt. Aber Metro will ich auch irgendwann nochmal noch zocken. Aber muss ich mir erst einmal noch holen. Wow. Wir müssen jetzt so Dinge auseinandernehmen, gell? Auseinander! Ah ja, okay, einen haben wir schon. Mein Traktor gerade für die Banditenteile
geht im Moment. Schaut's eigentlich mit dem Server vom MMO aus? Hört man da schon was? Wie gesagt, er hat dabei noch kein Geld dafür. Also. Wenn er wieder Geld hat, kann er sich einen Server holen und wenn der Server steht, gebe ich dir sowieso Bescheid. Oh yeah. Bin ich auch irgendwie heiß drauf. Ja, was glaubst du? Ich hab zum ersten Mal die komplette Kontrolle über die Bullen. Ah man, auf dem Hügel war da auch noch was da drüben. Hast du jetzt bald einen Banditen gefährt? Da, ja, wunderbar. Oh yeah. Alter, da hängen Scheiben in unseren Rädern. Hast du gerade gesehen, da waren Sägeblätter in unseren Rädern. Oha, nee. Perfekt eingepackt. Hallo, hübsche Lady, die gar nicht übergewichtig ist. Ach du Scheiße, was hast du... Alter. Ich hab deine Karre hier fertig. Ein paar Modifikationen noch, dann bist du startklar. Ich pass nicht durch. Ich fall erst mal runter. So. Kiste. Oh Mist, jetzt habe ich die ausgetauscht. Ah, Moment. Mann, ohne Hemd. Die haben wir gehabt, ja. Okay, sieht gut aus. Jetzt müssen wir es bloß noch ins Kettchen. Ja. Gesehen, die die Ho-Dunks von mir gemacht haben. Ich glaube, die wollen sich über mich lustig machen, aber das Design ist spitze. Kannst du ein paar von ihren Karren schrotten und mir welche von diesen Ornamenten bringen? Natürlich. Baby, für dich alles. Jetzt kannst du dir an jedem Catch-a-Ride so ein Banditengefährt besorgen. Schau bald mal wieder rein, Keule. So. Und das bedeutet... Ich soll aufhören, meine Kunden in Brand zu setzen. Das schaffe ich schon selber. Alter Schwede. Das ist jetzt das Gefährt, oder wie? Ja, das ist das Gefährt, ja. Das gibt's einmal mit dem, was du jetzt hast, als Geschütz, und einmal mit Fässern, mit so einem Fässerwerfer. Und dann hupe nochmal, um reinzukommen. Okay. Oh ja. Wow. Wow. Okay, das war's. Okay, ich hol uns ein neues. Oh ja, das wäre gut. Ich habe eine Weile in Sanctuary gelebt, aber Moxie nervte pausenlos, dass ich für sie arbeiten, mich schminken und ablegen soll. Ich hatte ihre ganze Nörgelei satt und kam hier, um auf eigenen Beinen zu stehen. Außerdem fürchtete ich das Gut, dass ich in mich verknallt haben könnte. Was? Was? Bitte. Nur ein ganz kleines bisschen. Und seine eigene Schwester, yo! Gar nicht in die komisch. Schon sehr komisch.